Das Motto von Kick Mit ist von Mädchen für Mädchen. Wir bringen Mädchen über den Ballsport mit dem Schwerpunkt Fußball in Bewegung. Sie erleben dadurch Teamgeist, sammeln positive Erlebnisse und haben Spaß an der Bewegung. Der Schwerpunkt unserer Zielgruppe sind Mädchen mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung. Wir zeigen klar auf, dass es Trainerinnen gibt, Assistentinnen gibt, Schiedsrichterinnen gibt und Frauen in Funktion. Derzeit gibt es Kick Mit in 3 Standorten, in Salzburg, Vorarlberg und in Wien. Besonders erfreulich ist, dass der Österreichische Fußballbund dahinter steht. Neben diesen haben wir auch noch andere Förderer wie die Laureate Sports for Good Stiftung. Ja, nach den ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben mit unserem Wintersportprojekt, haben wir uns gedacht, Mensch, ein Sommerprojekt wäre auch cool. Haben dann auf einer Laureus-Veranstaltung die Kicking Girls kennengelernt und haben uns mit denen zusammengesetzt und uns dann entschlossen, gemeinsam mit 2 anderen Partnern das in Österreich auch umzusetzen. Laureus Sport for Good hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besten Projekte im Sport for Development Sektor zu unterstützen. Mit Kick Mit haben wir ein solches Projekt gefunden. Denn basierend auf dem Konzept des Projektes, das auch in Deutschland schon unter den Kicking Girls umgesetzt wird, haben wir die Möglichkeit, zusammen mit dem Projekt flächendeckend in Österreich so viele Mädchen wie möglich zu erreichen. Es war früher so, dass die Stiftung wirklich als reiner finanzieller Fördergeber aufgetreten ist. Es ist uns jedoch wichtig, auch das Netzwerk zur Verfügung zu stellen, das wir haben. Es ist uns weiterhin wichtig, beratend den Projekten zur Seite zu stehen, um einfach so den größtmöglichen Impact zu erreichen. Ich denke, die Mädchen konnten auch für sich selber viel mitnehmen, wie man als Gemeinschaft Ziele erreichen kann, wie man sich unterstützt in der Gemeinschaft, um sie zu verwirklichen. Darüber hinaus hoffe ich, dass wir ein bisschen auch mit den vorherrschenden Rollenbildern, die es in der Gesellschaft gibt, dass Frauen im Fußball nichts verloren haben, auf jeden Fall ein wenig aufbrechen konnten. Die Damen-Nationalmannschaft hat in der Vergangenheit schon einen wichtigen Schritt dahingehend geleistet. Diese Projekte sind für uns extrem wichtig, weil es den Mädchen die Möglichkeit bietet, Kontakt mit dem Fußball aufzunehmen und wir uns dadurch erwarten, dass mehr Mädchen mit dem Fußballspielen beginnen. Ja, also ich bin richtig gern bei den Events immer dabei und einfach, wenn man sieht, dass die Kinder so viel Spaß haben und ich glaube einfach, dass es muss das Ziel einfach auch vom Projekt sein, Kinder zum Sport zu bewegen. Zusammen sind wir